Sehr geehrte Frau Präsidentin, liebe Kolleginnen und Kollegen! Frau Buchholz, ich frage mich schon, was Sie und Ihre Fraktion den tausenden Mädchen und Frauen wie die Jesidin Nadia Murad, die der IS verschleppt, verkauft und vergewaltigt hat, nachdem ihre Mutter und ihre 6 Brüder getötet wurden. Das Schicksal von Nadia Murad, sie hat uns hier im Bundestag in kleiner Gruppe davon berichtet, steht beispielhaft für das Leid von Tausenden und führt uns deutlich vor Augen, wir dürfen die Menschen, die dem Grauen des IS ausgeliefert sind, nicht alleine lassen. Und das tun wir auch nicht. Deutschland hat und diese Entscheidung haben wir uns im Deutschen Bundestag nicht leicht gemacht. Vor 2,5 Jahren beschlossen, Waffen in ein Krisengebiet in den Nordirak zu liefern. Und wir haben beschlossen, dass wir diejenigen, die wir ausrüsten, auch ausbilden. 12.000 Mann haben wir bisher ausgebildet, hauptsächlich Peschmerga, aber auch Jesiden, Turkmenen und Kakai. Und diese Kräfte waren maßgeblich daran beteiligt, den Vormarsch des IS im Irak zu stoppen und Gebiete zurückzuerobern. Unser Beitrag ist zwar ein kleiner, aber ein wichtiger. Und wir haben uns bewusst gegen eine rein EU- oder NATO-geführte Mission entschieden, um einerseits den Eindruck eines Kampfs des Westens gegen den Islam zu verhindern und andererseits auch viele andere Partner mit ins Boot zu holen, wie Jordanien, wie Saudi-Arabien und die Vereinigten Arabischen Emirate. Natürlich sehen wir auch die kritischen Punkte des Einsatzes. Aber bei den Waffenverlusten der Peschmerga handelt es sich um Einzelfälle. Es liegt hier kein Missbrauch unserer Unterstützung im großen Stil vor. Und die Peschmerga-Führung bemüht sich sehr um die Aufklärung dieser Einzelfälle. Und wir haben von Anfang an Vorsorge getroffen, indem wir eine Vorratshaltung verhindert haben und immer nur so viel Waffen und Munition abgegeben haben, wie auch gebraucht werden. Ja, ich gebe Ihnen recht, es gibt nie eine hundertprozentige Garantie, dass nicht Einzelne ihre Ausbildung oder ihre Ausrüstung zu einem späteren Zeitpunkt entgegen unserem Ansinnen einsetzen. Frau Kollegin Obermeier, gestatten Sie eine Zwischenfrage der Kollegin Buchholz? Nein, ich möchte gerne fortfahren. Aber garantiert ist, dass wir durch ein die Hände in den Schoß legen und nichts tun, die Frauen und Kinder schutzlos den Schlechtern des IS überlassen hätten. Und in dieser Abwägung zwischen möglichen Risiken zu einem späteren Zeitpunkt und der Möglichkeit, der Notwendigkeit, ja, ich finde, der Pflicht, Menschenleben zu retten, komme ich eben zu einem anderen Schluss als Sie von der Opposition. Dieser Einsatz ist richtig. Und auch hier verfolgen wir einen vernetzten Ansatz. Unsere Politik ist klar ausgerichtet. Wir unterstützen die Kurden im Kampf gegen den IS, aber wir leisten keinen Beitrag zu deren Abspaltungstendenzen. Und es wird auch eine der Aufgaben des neuen deutschen Außenministers sein, sich dafür einzusetzen, dass der Irak eins bleibt, also ein inklusiver Staat, und dass seine politische Führung von der Bevölkerung legitimiert ist. Denn eines zeichnet sich ab: je mehr es gelingt, den IS zurückzudrängen, umso deutlicher treten auch die innenpolitischen Schwächen der irakischen Zentralregierung wieder in den Vordergrund. Und hier liegt auch einer der Schwerpunkte unserer Entwicklungszusammenarbeit. Wir stärken die staatlichen Strukturen im Irak und wir unterstützen die Binnenflüchtlinge und über das Cash-for-Work-Programm auch diejenigen, die in die befreiten, aber zerstörten Gebiete zurückkehren und dort Wiederaufbau betreiben. Wir lassen die Menschen im Irak nicht allein, weder diplomatisch noch entwicklungspolitisch oder militärisch. Und deshalb bitte ich Sie um Ihre Unterstützung für die Mandatsverlängerung. Vielen Dank. Vielen Dank.